Ja, hallo, Freunde! Großes D, kleines A, großes S. 1976. Ja, genau. Der bin ich, der alte Sack. Richtig. Oder auch einfach nur euer Stefan. Aber das hier ist eine Aufzeichnung, weil der Tag 20 in Tschernobyl oder auch in dem Spiel eben Tschernobyl Light hat mir viele Nerven und sehr viel Zeit gekostet. Ich habe euch einen Ausschnitt zusammengebaut. Vielleicht gefällt er euch, vielleicht wollt ihr mal was anderes sehen, vielleicht wollt ihr mir auch auf meinem Twitch-Channel folgen oder was weiß ich, mit mir Kontakt aufnehmen, mit uns Kontakt aufnehmen, über den Discord-Server. Ist alles möglich. Meldet euch, seid dabei, seid ein Teil unserer Community. Ihr seid willkommen. Ja, aber so viel dazu erst einmal. Jetzt gleich gehen wir in den direkten Einfluss von Chernobyl Light Tag 20. Und zwar jetzt, genau da. Und die Kopfschmerzen, meine Fresse. So, geht doch. Keine Abkürzung. Lauf. Du hast gerade gemerkt, die Abkürzungen bringen dich dazu zu ragen. Absolut Ausraster. Waffe in die Hand. Junge, 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 Junge. Reicht auch langsam. Wo schießt du hin? Junge, 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 Junge. Wie bescheuert bist du eigentlich? Mann, 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 du wirklich wahr.
brauchst du deine Schrotflinte. Und gleich deine Gasmaske. Geht's runter. Hier gibt es nichts. Und hier gibt es nichts. So. Ist niemand. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Michael, up, 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 it's time to go. What is in those barrels? Must be some kind of incapacitating agent. Maybe substance 78. The mask isn't stopping it. Gotta find Mikhail and get out of here, fast. Alter, das ist doch nicht wahr. Oh.
bin ich denn? Is getting stronger. If we don't leave now, we'll stay here forever. Fuck off, you treacherous cunt! Igor? Hey, what are you doing here? About the NAR database. Can we put it behind us now? You saved my ass back there, and I'm grateful. That doesn't mean I trust you. But you can trust me. We have a similar goal. Yeah, I might have believed that before. But by screwing our mission, you prove that we don't. See you around. Or not. Why don't you come back to the warehouse with me? You need rest. How about we play a game of hide and go fuck yourself? You screwed us both over, and now you want my help? And not fucking likely. Listen, Mikhail, I'm... Hush! That's right! I know! Let me... You cannot! All right, yes, I get it. You really need some help. Yeah. Just come back to the warehouse and we can straighten this thing out when we've both calmed down, okay? Don't freak out, okay? I'll open the portal and you can come back to the base. Ja, die Quest haben wir jetzt endlich geschafft, trotz Kopfschmerzen, trotz 10.000 Mal anfangen, aber geschafft ist geschafft. So geht es eben Stück für Stück in solchen Spielen vorwärts, wenn man sich den Mut zusammennimmt, um das auch wirklich durchzuziehen. Also viele hätten wahrscheinlich schon längst das Spiel an die Seite gelegt. Ich nicht, ich habe Ausdauer. Klar, manchmal rage auch ich, ist normal. Jeder möchte in seinem Spiel vorwärts kommen. Ja. Aber wir haben es ja nun geschafft. What the hell was that? Are you trying to get yourself killed? So what? What difference does it make? Do you have a death wish or something? As usual, you've got it ass to front. What I've got is a kill wish. I won't stop until I put those assholes and their organization in the ground. Believe it. So, it's a personal vendetta with you. Personal? How dare you? All you had to do is what you were fucking told. Wipe the fucking servers. Instead, you had to go poking around for your damsel in distress. Never mind. I'll just need to figure something else out. Okay. I'll leave you to it. No hard feelings. Take care.
Nun gut. Sehr schön. Hail and well met, old. Hi, Mickey. Ever heard of Pam? Sounds familiar. Wasn't that a mobile Chernobyl on wheels? Doesn't sound very. Imagine this, one with a reactor, 5 years. Right. Ja. Another fantastic. And after the Chernobyl disaster, I still think it was cool, kind of like a mad what? Anyway. Sure. Huh. Mikkel, you've been around. You could teach me something. Abso-fucking-lutely I can. That's the smartest request you've ever made. Gathering and prepare. Actually, I can't do it. Okay. Want to trade? Just make it fucking quick, will ya? Gut. Da. Ah. Fuck you want? Want to trade? Just make it fucking quick, will you? So. So, jetzt muss ich mir eine neue Rüstung machen. Genau.
immer noch nicht. Weil immer noch nicht genug Pflanzen. So, jetzt haben wir hier ein Doppelbett. Können wir denn was Tolles recyceln? Autsch. Das jetzt gut war oder nicht, das stellt sich später raus. Thank you.
Also nicht mehr allzu lange. Ich mache jetzt gleich Schluss. Ich habe ja nun Tag 20 erledigt. Nun muss ich eben meine Taschen leeren. So. Das kann weg. Das kann weg. Das. Das. Das und das. Und das und Brot sowieso. Oh, Kopfschmerzen. Und das. Gut. Reicht. So, jetzt stellen wir uns die Railgun her. Fünf Kugeln. Einen Lauf. Thank you.
wir lassen es mal dabei. Ja, meine lieben Freunde. Das war Tag 20 in Chernobylite. Wir haben es geschafft. Mission erledigt. Es ist, ja, 21.12 Uhr. Und wieder fast 2 Stunden. Heißt jetzt aber auch für heute wirklich gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Hier auf Twitch oder auf YouTube. Euer großes D, kleines A, großes S, unterstrich 1976, so auf Twitch, und großes D, kleines A, großes S, 1976, so auf YouTube. Aber für heute Abend ist Schluss. Jetzt geht der alte Sack sich entspannen, vielleicht zeitig aufs Ohr legen. Wie gesagt, meine Kopfschmerzen bringen mich bald um. Und schon bald, vielleicht sogar schon morgen Abend, gegen 22 Uhr, werden wir dann wieder hier in Chernobylite den nächsten Tag, Tag 21, beginnen. Also, bis dahin sage ich euch jetzt erst einmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung auf meinem Channel, sagt euch der alte Sack oder auch der Stefan. Ich sage jetzt und tschüss.